Ich sage Ihnen allen ein herzliches Willkommen heute aus Schwäbisch Gmünd auf der schönen Ostalb. Mein Name ist Robert Glocker, ich bin leitender Pfarrer in der Seelsorgeeinheit Schwäbisch Gmünd Mitte und zugleich Dekan des Dekanats Ostalb. Hoffnung schöpfen trotz Corona-Pandemie. Was ist mir in dieser Zeit wichtig geworden? Es ist jetzt genau ein Jahr, seit wir mit den Einschränkungen auch leben müssen. Das eine in allen Beschränkungen, das, was man tun kann, was man tun darf, bewusster zu tun. Ich denke zum Beispiel an die Zeit des Essens am Tisch, bewusster die Mahlzeit zu sich zu nehmen, zu genießen, das, was möglich ist, was man im wahrsten Sinn des Wortes verschmecken kann. Und das zweite, für mich wichtig, Spielräume offen halten und Spielräume ermöglichen bei allen Einschränkungen. Für mich persönlich heißt das zum Beispiel, mich mehr in dieser Zeit jetzt sportlich zu betätigen. Spielräume offen halten, ganz real, aber auch gedanklich. Nicht beim Heute stehen zu bleiben, das uns in mancher Hinsicht bedrängt, sondern sich auch auf die Zukunft auszustrecken, die wieder vor uns liegt. Spielräume eröffnen. Unter diesen Gedanken möchte ich auch die Schriftlesung stellen im Buch Exodus, der Auszug aus Ägypten. Wir alle kennen die Situation. Das Volk murrt gegen Gott. Es ist unzufrieden. Und diese Unzufriedenheit steigert sich dahingehend, dass sich Gottes erwähltes Volk fremden Göttern zuwendet. Der Tanz um das goldene Kalb und der Zorn Gottes entbrennt, heißt es da. Er möchte sein geliebtes Volk zugrunde gehen lassen. Da kommt Mose ins Spiel. Hören wir hinein in diese Lesung. Der Herr sprach zu Mose: Ich habe dieses Volk durchschaut. Ein störrisches Volk ist es. Jetzt lass mich, damit mein Zorn gegen sie entbrennt und sie verzehrt. Dich aber will ich zu einem großen Volk machen. Da versuchte Mose, den Herrn, seinen Gott, zu besänftigen. Du hast sie doch mit starker Hand aus Ägypten herausgeführt. Lass ab von deinem glühenden Zorn und lass dich das Böse reuen, das du deinem Volk antun wolltest. Denk an deine Knechte, an Abraham, Isaak und Israel. Da ließ der Herr sich das Böse reuen, das er seinem Volk angedroht hatte. Mir gefällt diese Lesung sehr gut von den handelnden Personen her. Ein Gott, der sich leidenschaftlich zeigt. Und da ist ein Mose, der nicht nur fromm, sondern auch klug ist. Mose hat es durch sein kluges Verhalten geschafft, aus Sackgassen herauszuführen, Gott und sein Volk, und neue Spielräume des Lebens und des Glaubens zu eröffnen. Das wünsche ich auch Ihnen und mir für diese Fastenzeit, gerade in dieser Zeit der Pandemie und der Einschränkungen, dass wir Spielräume finden und eröffnen. Und wir dürfen mit unserem Gott ins Gespräch gehen. Beten wir jetzt miteinander, wie der Herr uns zu beten gelehrt hat. Vater unser im Himmel, geheiligt werde dein Name, dein Reich komme, dein Wille geschehe, wie im Himmel, so auf Erden. Unser tägliches Brot gib uns heute und vergib uns unsere Schuld, wie auch wir vergeben unseren Schuldigern. Und führe uns nicht in Versuchung, sondern erlöse uns von dem Bösen. Denn dein ist das Reich und die Kraft und die Herrlichkeit in Ewigkeit. Amen.
Gott, die Corona-Krise ist wie die Fastenzeit eine Wüstenzeit. Das normale Leben ist angehalten. Es ist Zeit zum Innehalten, Zeit zum Klagen und Trauern. Zeit zum Üben von Geduld und Demut, Zeit neue Hoffnung zu schöpfen, Zeit zu unterscheiden, was uns tröstet und was nicht. Schenke uns für diese Fastenzeit deinen Segen. Und so segne uns der allmächtige Gott, der Vater und der Sohn und der Heilige Geist. Amen.